Tupnümmer ist wieder da. Mittelalterfest in Zirndorf, der Volkfest oder Kirch, nee, doch, Volkfest in Nürnberg hat begonnen. Am Osterwochenende ging der Nürnberger Volkfest wieder los. Nach 2 Jahren Corona-Pause ist es wieder soweit. Viele Buden und Fahrgeschäfte sind für die nächsten 2 Wochen noch offen. Bis zum 1. Mai. Der Kollege Stefan war vor Ort und auf seinem YouTube-Kanal findet wir Beiträge und Videos zu der Veranstaltung. Irgendwann im Laufe der nächsten Zeit wird ein Event-Vlog Nummer 8 geben, wo eine Zusammenfassung von den Fest, Vollfest geben wird. Und somit kommen wir auch zu Thema Nummer 2. Am kommenden Wochenende findet in Zirndorf ein Mittelalterfest statt. Mit einem vollen Programm geht es ab 11 Uhr los bis 20 Uhr Samstag. Am Sonntag geht es bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise sind 10 Euro für Erwachsene. Bei besonderen Gewandungen sind es 8 Euro und 5 Euro für Kinder. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Thema Nummer 2. Hi, ich bin Kevin. Für die, die es noch nicht wissen, Mediengestalter beim SWR, also... Alles hier, alles for free und danach fangen wir mit dem Programm an. Das freundliche Team von Tup Nürnberg lädt euch wieder ein zu einem YouTuber-Treffen in der Parabol Medienzentrum Parabol Nürnberg. Am kommenden Samstag ist nach 2 Jahren wieder soweit. Ich würde wieder ein offizielles, normales Fest geben. War halt normal. Ich würde immer noch darauf gewünscht, dass eine FFP2-Maske oder eine Maskepflicht da herrscht, und die sollte man am besten auch benutzen. Jeder kann teilnehmen, ob ihr TikTok, Instagram, Twitch, YouTube oder was ihr auch sonst noch an soziale Medien, Creator, KünstlerInnen noch zu tun habt. Jeder ist willkommen, um sich zu vernetzen. Ich werde selber auch vor Ort sein.
Und ich freue mich schon, mal wieder ein paar Leute wieder in realen Leben zu sehen, zu treffen. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts mehr und würde damit sagen, dann wünsche ich euch noch einen rechtlichen, schönen Ostermontag und wir sehen uns in einer Woche. Bye bye, ciao.